Europäischen Hanse-Museum in Lübeck. Mein Name ist Julia Lauer und ich bin wissenschaftliche Projektmitarbeiterin für den Bereich Inszenierungen und ich freue mich, dass ihr dabei seid heute. Wie ihr ja vielleicht wisst, zeigen wir hier im Museum die Geschichte der Hanse anhand bestimmter Kernereignisse. Diese Kernereignisse stellen wir dar in Inszenierungen. Und zu jeder Inszenierung gibt es dann auch noch ein Kabinett, wo wir die Inhalte mit verschiedenen Exponaten nochmal vertiefen. Heute geht es um die Inszenierung London 1479, die gerade in Planung ist und die ab Sommer 2023 hier in diesem Raum zu sehen sein soll. Und wie ihr vielleicht hinter mir seht, ist London im Prinzip schon da. Zwar nur in geschriebener Form. Aber man bekommt hier schon mal einen Eindruck, was hier mal zu sehen sein wird, wie sich das Projekt gestaltet, einfach damit die Besuchenden, wenn sie hier sind, keinen leeren Raum vorfinden und auch schon mal neugierig werden auf das kommende Jahr und auf die Inszenierung, die dann hier zu sehen sein wird. Genau, und das ist im Prinzip das, was wir heute mit euch machen wollen in der Live-Führung. Wir wollen euch einen Einblick in das Projekt geben, in die einzelnen Schritte, wer ist daran beteiligt und euch einfach so einen Blick hinter die Kulissen bieten. Und dazu habe ich mir Unterstützung geholt, eine Projektbeteiligte, das ist Marte Trottnow von unserem Gestaltungsbüro GFG, Gruppe für Gestaltung. Und sie kann vielleicht gerade noch mal was zu sich sagen und dann legen wir los. Ja, hi. Ich nehme dir das Mikro mal ab. Ja. Dann hört man mich vielleicht auch. Genau, ich bin Marte, ich bin von der Gruppe für Gestaltung aus Bremen und wir freuen uns, dass wir hier den Raum London mit dem Hanse-Museum neu umsetzen können. Bei uns im Team bin ich verantwortlich für Konzeption, Projektsteuerung im Bereich Szenografie, also Ausstellungsgestaltung. Und darum soll es ja heute auch gehen. Was ist das eigentlich und warum wolltet ihr eigentlich den Raum neu gestalten? Genau, ich füge noch kurz hinzu. Dankeschön. Damit ihr auch ein bisschen was sehen könnt und damit wir was zeigen können, haben wir heute für die Live-Führung einen Tisch aufgebaut mit verschiedenen Objekten. Und da werden wir euch die einzelnen Schritte des Projekts einmal so ein bisschen bildhafter darstellen. Und du hast mich gerade gefragt, warum wir den Raum London eigentlich umgestalten wollten. Also da haben verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt. Und zwar war es einerseits so, dass der Raum London zuvor so eine Kombination aus Inszenierung und Kabinett war. Und dass einfach der Wunsch da war, dass sich London als eigene Inszenierung nochmal in diese Reihe einfügt, dass es also auch nochmal ein eigenes Kabinett bekommt. Dann war es eben so, dass der Rundgang hier in der Dauerausstellung gar nicht im Haupthaus geendet hat vorher, sondern im Burgkloster. Das heißt, die Dauerausstellung wurde an einer Stelle unterbrochen. Es war uns also wichtig, die komplett hier ins Haupthaus zu holen. Und ein weiterer Wunsch war eben auch, diesen Rundgang barrierefreier zu gestalten, weil vorher war es eben so, dass der Rundgang geendet hat mit einer langen Treppe und Menschen, die auf einen Aufzug angewiesen sind, eben wieder zurück mussten zum Eingang. Das kann man jetzt hier ganz gut sehen. Wir haben das also, wenn du mal einmal hier vielleicht reinzoomen möchtest, wenn das irgendwie geht. Hier sieht man jetzt, diese Treppe ist unterteilt in zwei Segmente und hier hinten ist jetzt dieser Aufzug eingebaut. Das ist das damalige Architekturmodell, wo das uns sozusagen einmal gezeigt wurde, wie das dann aussehen kann. Und so haben wir das Ganze jetzt auch umgebaut. Und im Zuge dessen haben wir dann natürlich auch geplant, dass die Inszenierung neu gemacht wird. Und damit wir die Inszenierung umsetzen können, braucht man natürlich ein Gestaltungsbüro. Und da haben wir dann einen Wettbewerb veranstaltet und mussten dann natürlich auch bestimmte Vorgaben machen. Einerseits war uns wichtig, dass der Raum einlädt zur Interaktion, also dass man anhand von Hands-on-Stationen, Medienstationen interaktiv mit den Inhalten agieren kann. Andererseits war es uns aber auch wichtig, dass man, nachdem man schon sehr viel gesehen hat in dieser Ausstellung, einfach mal zur Ruhe kommen kann, den Raum auf sich wirken lassen kann. Dann hat natürlich auch hier wieder die Barrierefreiheit eine Rolle gespielt, dass also alles gut zugänglich ist.
Wichtig war es auch, dass diese Inszenierung sich einfügt in die anderen, also was die Stilistik angeht, dass man da eben den roten Faden erkennen kann. Genau, und ja, der andere wichtige Punkt ist eben, was wollen wir eigentlich zeigen? Wir wollen ja London 1479 zeigen. Wir beziehen uns da auf das Kontor der Hanse in London, den sogenannten Stahlhof. Und der hat sich eben zusammengesetzt aus vielen verschiedenen Gebäuden. Da gab es ein Versammlungshaus, da gab es Wohnungen. Und die hatten sogar eine eigene Anlegestelle an der Themse, wo Waren entladen werden konnten. Genau, Marte. Als ihr dann diese Vorgaben gesehen habt, als ihr euch entschieden habt, euch darauf zu bewerben, was habt ihr denn da so gedacht oder wie seid ihr das angegangen? Genau, also erstmal war das eine total spannende Aufgabe und wir sind eigentlich sofort ins Auto gesprungen und erstmal hierher gefahren, Kollegin und ich. Das ist immer was anderes, wenn man sich das vor Ort nochmal anschaut. Und das Konzept vom Museum hat uns eigentlich direkt überzeugt. Vor allem aus Gestaltungsperspektive ist es super, wenn das so konsequent getrennt wird. Das fanden wir hier besonders spannend. Also wir haben die Inszenierung im ersten Raum. Ich kann komplett in das Erlebnis abtauchen und danach kann ich mir in aller Ruhe die Objekte anschauen und sehen, was die historischen Quellen für diese Inszenierung sind. Das fanden wir also schon mal total überzeugend. Und das Zweite ist natürlich, London, da geht sofort das Kopfkino los. Ne? Man denkt irgendwie an Nebel, an ja, grauen Himmel, schlechtes Wetter, aber auch, dass es eine coole Stadt ist und ist auch schon ein großer Mythos auch. Und das war wahrscheinlich früher auch ähnlich, haben wir uns gefragt. Und dann fragt man sich, wie ist das eigentlich gewesen an der Themse, wenn die Kaufleute aus Köln zum Beispiel dorthin gereist sind? Wie war das da anzukommen? Wie war das da zu leben? Und das haben wir dann versucht aufzugreifen. Und unser Ziel war es eigentlich, eine Stimmung zu erzeugen in dem Raum, wo die Besuchenden aus der Ausstellung auch mal durchatmen können. Bisschen Helligkeit erzeugen, bisschen Himmel, Wasser, Möwen kreischen, dass man sich mal hinsetzen kann, ausruhen. Das haben wir versucht, auf diesen ersten Skizzen mal darzustellen. Die könnt ihr hier sehen. Unsere Illustratorin Annika, die Gute. Genau, also das war so die Leitidee. Sich niederlassen, die Stimmung genießen erstmal. Weil man hat schon eine Menge gesehen auch, wenn man da angekommen ist in dem Raum London. Genau. Und gleichzeitig wollten wir aber auch Aktivität anbieten. Also ich kann was machen mit meinen Händen oder ich kann die Seele baumeln lassen und so halt mehr über das Leben im Stahlhof erfahren. Genau. Jetzt gucke ich kurz auf meinen Spickzettel, was ich fragen wollte. Genau. Also beim Ausstellung machen ist es so, dass wir als Gestaltende eigentlich Übersetzer sind für eure Inhalte. Das heißt, ihr erzählt uns, welche Geschichte ihr erzählen wollt und wir versuchen dafür eine Form zu finden. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr erzählen zu der Geschichte, die ihr erzählen wollt in dem Raum. Ja, gerne. Also wie ich vorhin gesagt habe, geht es hier ja um bestimmte Kernereignisse aus der Geschichte der Hanse, um bestimmte Thematiken, die eine große, wichtige Rolle gespielt haben. Ein Aspekt der Geschichte der Hanse sind Konflikte. Bezogen auf die Privilegien zum Beispiel. Also die Privilegien sind ja Sonderrechte, die sich die Hanse verhandelt hat. Die Hanse hatte natürlich eine sehr machtvolle Position, weil sie ein Zusammenschluss aus Kaufleuten war. Die haben sich nicht nur Sicherheit gegenseitig bei Überfahrten geboten, sondern die konnten natürlich auch ihre wirtschaftlichen Interessen sehr viel stärker nach außen vertreten, als andere Kaufleute das zum Beispiel konnten. Also sie hatten Sonderrechte, wie zum Beispiel, dass man weniger Zollabgaben zahlen musste oder Sonstiges. Und das hat natürlich oft zu Unmut geführt, was andere Kaufleute angeht. Und diese Konfliktsituation kann man anhand von London eben sehr gut darstellen, anhand des Stahlhofs, weil hier ist dieser Konflikt eskaliert. Es war unter anderem so, dass die englischen Kaufleute die gleichen Privilegien in den Hansestädten gefordert hatten, wie die Hanse-Kaufleute sie in London hatten, aber das wollten die natürlich nicht. So kam es dann eben dazu, dass sich die Hanse-Kaufleute mit dem englischen Königshaus überworfen haben und denen erstmal die Privilegien verweigert wurden. Das hat auch dazu geführt, dass innerhansisch ein Konflikt entstanden ist, weil die Kölner Kaufleute, die Teil der Hanse waren, diesen Boykott nicht mitgetragen haben und die haben sich dagegen gestellt und ihr eigenes Ding gemacht und weiter gehandelt.
So wurden die dann ausgeschlossen aus der Hansa. Also das Thema Konflikt ist da relativ stark vertreten. Dann war es schließlich so, dass dieser Streit wieder beigelegt wurde. Die Privilegien wurden für die Hanse wieder ausgesprochen und formuliert. Und dann durften auch nach und nach die Kölner Kaufleute wieder zurückkehren. Da wurde dann auch wieder eine Einigung gefunden innerhansisch. Und wir wollen jetzt diese Geschichte eben erzählen. Also das ist die Rahmenhandlung. Und jetzt im Stahlhof, in der Inszenierung, wird es so sein, dass einer dieser Kölner Kaufleute, Johann Rink, den hat es tatsächlich gegeben, dass der wieder zurückkommt mit seinem ganzen Hab und Gut. Der kommt jetzt an dieser Hafensituation wieder an, möchte eine Stube mieten. Genau. Aber dieser Konflikt, der vorher da war, der brodelt immer noch so ein bisschen weiter. Und das ist auf jeden Fall auch spürbar im Raum und die Geschichte, die wir damit erzählen wollen. Genau. Ja, und das sind natürlich alles Dinge, die wir uns nicht einfach ausdenken. Die sind alle recherchiert, die haben eine wissenschaftliche Grundlage. Und da stoßen wir dann auch immer wieder auf neue Erkenntnisse. Wie zum Beispiel darauf, dass wir vorher dachten, dass diese großen Handelsschiffe am Stahlhof anlegen können. Also Stahlhof hat ja, genau, so wie es eigentlich auch angedacht war vom gestalterischen Entwurf her. Das wurde auch auf manchen historischen Zeichnungen oder Darstellungen auch immer so gezeigt. Allerdings haben wir dann herausgefunden, dass das gar nicht möglich war, weil diese großen Schiffe unter der London Bridge, die man hier sehen kann, gar nicht durchgepasst hätten. Also die konnten gar nicht bis zum Stahlhof kommen. Die wurden vorher entladen. Die Ware wurde auf kleinere Schiffe umgeladen und dann zum Stahlhof gebracht. Naja, und mit diesen Erkenntnissen hat sich dann natürlich auch der Entwurf wieder ändern müssen. Wie habt ihr denn darauf reagiert, als ihr das dann von uns erfahren habt? Ja, also erstmal ist das natürlich dann eine große Überraschung, aber es ist auch super spannend. Also schon damals wurde versucht, mit Bildern ein bestimmtes Image zu erzeugen. Und das hat nicht immer unbedingt der Realität entsprochen. Also auch damals schon hat man versucht, dort einen Eindruck zu erwecken, den es vielleicht in echt gar nicht so unbedingt gegeben hat. Das ist schon mal ganz interessant, wie lange das schon so funktioniert mit dem Herstellen von Bildern. Und dann war es natürlich auch schade. Wir mussten alles nochmal umplanen. Unser großes Schiff war weg. Das Schiff war für uns eigentlich auch ein Mittel, um so eine Art Ruhezone zu schaffen für die Besuchenden, wo man sich mal ausruhen kann, mal hinsetzen kann. Und das mussten wir jetzt woanders unterbringen. Ein Vorteil war aber auch, dadurch, dass dieses riesige Schiff weg war, hatten wir viel mehr Platz. Und genau, das funktioniert dann so, dass viele setzen sich zusammen. Wir haben super viele verschiedene Gewerke bei uns im Team. Da sind Innenarchitekten dabei, da sind Grafiker dabei, Illustratorinnen, viele, viele andere Leute, Medientechnik, Motion Design. Und wir stecken dann die Köpfe zusammen, sagen, okay, was machen wir jetzt? Das Schiff ist weg. Wir brauchen was Neues. Wir wollen trotzdem Ruhe erzeugen und Aktivität. Genau, und dann werden viele, viele Entwürfe gemacht. Und wir nutzen Arbeitsmodelle, also alte Techniken, die man schon länger verwendet. Wir nutzen aber auch neue Techniken wie 3D-Modeling, Virtual Reality, alle möglichen Dinge. Und das teilen wir dann mit euch und versuchen so eine neue Lösung zu finden. Was uns aber auch immer total wichtig ist, sind die Besuchenden, also ihr. Und da würde ich jetzt ganz gerne auch die Gelegenheit nutzen und euch fragen, was ihr eigentlich braucht. Stellt euch vor, ihr seid schon eine ganze Weile in einer Ausstellung unterwegs und euch geht vielleicht auch mal so ein bisschen die Puste aus. Ihr habt sehr, sehr viel gesehen und braucht eine Pause. Was braucht ihr dann in der Ausstellung, damit ihr euch kurz ausruhen könnt? Okay, also während wir auf diese Antworten warten, können wir vielleicht noch mal so ein paar Sachen zeigen, die wir unterwegs im Prozess so benutzt haben. Vielleicht gibt es mittlerweile schon ein paar Antworten. Okay, dann machen wir einfach weiter und ich frage Julia, ja. Jetzt musst du einspringen. Genau, also wenn wir jetzt eine neue Idee entwickelt haben im Prozess, wie läuft dann dieses Abstimmungsverfahren, wie läuft die Zusammenarbeit? Genau, also es ist natürlich so, dass auch intern viele Menschen an diesem Projekt mit beteiligt sind, viele verschiedene Disziplinen, mit denen man sich auch natürlich irgendwo rücksprechen muss, damit wir wissen, wir gehen in die richtige Richtung. Also wenn wir zum Beispiel von euch sowas bekommen wie dieses coole Modell, wo diese Raumwirkung auch einfach viel besser nochmal wahrnehmbar ist, oder wie die Entwürfe, die wir vorhin schon gezeigt haben, können wir uns viel besser ein Bild davon machen
Und im Detail natürlich auch gucken, einerseits sind die Inhalte historisch korrekt oder das ist das, was man sieht, historisch korrekt. Und andererseits geht es natürlich darum, fügt sich das in das Gesamtbild ein, entspricht das unserer Vorstellung, ist es gut wahrnehmbar für die Besuchenden, können die was damit anfangen? Und dann spiegeln wir euch das im Prinzip wieder zurück und dann passt sich der Entwurf nach und nach so an, dass wir dann irgendwann ja, ein Bild von der Situation zeigen, wie sie tatsächlich hätte gewesen sein können. Ja. Genau. Ich weiß nicht. Aha, okay, da ist wohl eine Antwort oder mehrere reingekommen. Video wurde genannt. Video, okay, interessant. Eine Bank. Das ist auch gut. Da haben wir tatsächlich auch welche hier schon in der Dauerausstellung und das, ja, ja, das, genau, soll natürlich hier auch dann der Fall sein. Ja, jetzt muss ich nochmal auf deinen Spickzettel mitgucken. genau, weil, wenn eben, genau, wenn dann der Entwurf steht und entschieden ist und abgestimmt ist, dann geht es natürlich so langsam an die Umsetzung. Und in dieser Phase sind wir jetzt auch gerade in dieser Übergangsphase. Und da kommen dann nochmal andere Gewerke auch mit ins Spiel, wenn es dann auch zum Beispiel um den Aufbau am Ende geht. Mhm. Ja, genau. Genau, also da sind dann nicht nur Leute dabei, die die Medientechnik planen oder die Audioaufnahmen machen, Texte einsprechen, sondern irgendwer muss den ganzen Kram, den wir uns ausgedacht haben, dann auch bauen und umsetzen. Und da haben wir das große Glück, mit einem tollen Partner zusammenzuarbeiten. Das sind die Art Departments Studio Babelsberg. Und das kommt ja von euch. Ihr habt schon länger mit denen zusammengearbeitet. Warum sind die so wichtig für euch? Genau, also vielleicht wart ihr ja schon mal hier im Museum und kennt unsere Inszenierungen. Babelsberg war da immer mit dran beteiligt und hat diese Inszenierungen eben für uns umgesetzt und gebaut. Und zwar so, dass man sich wirklich in diese Zeit auch zurückversetzt fühlt und einen guten Eindruck davon bekommt. Also man sieht, die machen hier zum Beispiel täuschend echten Stockfisch. Den haben wir hier zum Beispiel in der Inszenierung Bergen. Aber auch ganz andere Sachen. Also es gibt fast nichts, was Babelsberg nicht kann und die können wirklich zaubern. Und die Zusammenarbeit hat bisher auch einfach immer gut funktioniert und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir die im Boot haben und freuen uns auch schon sehr auf die Umsetzung. Da sind wir jetzt gerade in der Abstimmung, was Materialien angeht zum Beispiel. Wie können die angefertigt werden? Wie kann Babelsberg das machen? Da müssen Sie uns natürlich Ihre Einschätzung geben. Das ist jetzt gerade der Prozess. Dann haben wir Anfang Dezember einen Bemusterungstermin. Das heißt, die bringen Muster und Beispiele mit, sodass wir dann schon mal gucken und auch fühlen und sehen können. Genau, passt das so für uns? Ja, richtig. Genau, und dann geht es nächstes Jahr eben an den Einbau der Inszenierung und dafür haben wir euch noch ein letztes Objekt hier hingestellt. Diese Truhe wird tatsächlich ihren Weg in die Inszenierung finden. Das wird eine Reisetruhe von Johann Rink sein, von dem ich vorhin kurz erzählt habe. Der kommt ja mit seinem Hab und Gut im Stahlhof an. Und was dann darin zu sehen sein wird, das ist die große Überraschung. Deswegen liegt hier nur ein Fragezeichen drin. Wir wollen euch nämlich natürlich auch nicht zu viel verraten. Dafür müsst ihr dann nächstes Jahr selber ins Museum kommen und euch das Ergebnis anschauen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr noch einen schönen Abend habt. Und genau, sagen ganz liebe Grüße aus Lübeck.